Ich habe einfach so übernehmen, halt mit deinen ganzen Sachen erzählen. Ja, da werde ich mich. So. So, dann würde ich sagen, fahren wir jetzt los. Ich mich schon mal positionieren kann, ihr danach kommt, weil die machen jetzt den Burrito. Cool, mit dem ganzen Metall. Ich hol meinen auch. Kann ich jetzt wieder einstimmen? Ja, gell? Ja, natürlich. Wie gesagt, wir holen jetzt meinen Burrito auch. Dann holen wir Lehmanns. Macht ihr noch Metall oder was? Wir wollten ja Waffenteile holen, oder? Wir stellen Waffenteile her. Wir haben noch Metall 659, aber trotzdem Burritos mitnehmen, dann können wir auch direkt Metall nochmal sammeln. Ja. Okay. Da wir ja eh meinen Burrito dann auch noch holen, dann Ja. könntest du den ja eigentlich gleich auch reparieren, weil meiner hat ja auch einen kleinen Schaden. Ich muss Lehmann mitnehmen. Okay. Again. Ach so. Ja, warte. Ich höre als Fahrer mal ein. So, ich muss einmal zur Werkstatt, Ja. weil da ist meine eingeparkt. Okay. Komm mir irgendwo ein Auto, das war mich nicht direkt. Ich schon mal so den Vorfahren, weißt du? Ja. Aber Enzo, lass dich bloß nicht fallen, ne? Nein, ich lasse dich gleich hier raus, wenn wir ein Auto stoppen. Ein Auto. Oh, dieses scheiß Schloss, ne? Jetzt. Stopp mal direkt das hier. Kopfloser. Bleibt mal kurz auf dem Weg stehen, ihr müsstet mal kurz den Burrito, die Tür ist abgefallen, ihr müsstet die mal kurz wieder anschrauben. Alles klar. Alles klar. Bin ich nicht mehr im Funk? Okay. Ah, Moment, Handykäfer. Okay. Mein Funk funktioniert nicht. Hört ihr mich? Ah, okay, mein Chat ist abgeschmiert, mein Voice ist abgeschmiert, kleiner Augenblick. Ich hasse es. Mein zweiter Chat ist abgeschmiert. So. So, hallo? Hört ihr mich jetzt? Perfekt. Hallo, hallo? Ja. Jo. Okay. So. War mein Arsch wohl zu fett? Jo. Sag mal. Also wenn das der Enzo erfährt, ne?
Was? Ihr Arsch ist geil. Hallo? Ich hab nie was gesagt. Nicht du. Ging um den Lehmann. Ihr müsst nicht dann nochmal hochkommen. Wir bringen die ganzen Sachen runter und nehmen das Okay. Metall für später. Das Okay. heißt, fahrt direkt zu den Waffen heilen. Okay. Das Auto hier fällt leider ein bisschen auf. Ich hoffe, dass uns keiner sieht mit der Karre. Da. Also lieber Wo sind nicht wir beim hinkommen. Waffenteile? Wir sind bei den Waffenteilen. Kommt ruhig her, alles gut. Tut einfach so, als würdet ihr normale Sachen machen. Pack du mal als erstes aus. Ah, nee, nee, nee. Pack du aus. Ich hab mein Burrito woanders. Nimmt ruhig alles Metall mit. Nimmt nur ein bisschen was mit. Das soll man lieber kurz reparieren? Weil qualmt halt. So, okay. Nicht, dass da Wir noch kommen irgendwas jetzt rein zu Schlimmeres den Metall runter, ja? passiert. Ja, klar. Okay. Einmal dahin bitte. Danke dir. Jo. Ich muss aber gerade kurz schnell einen Powernap machen. Irgendwas stimmt mit meiner Anzeige nicht. Ich mach kurz einen Powernap. Jo. So, einmal kurz einen Powernap machen, Leute. Panda Pief, grüß dich. Alles Klärchen? Ja, und jetzt auch alles gut, ne? Schön, dass du wieder da bist. Was war denn mit dir? Ich habe dich lange nicht gesehen.
Ah, alles klar. Das verstehe ich. So, ich bin wieder da. Jo. So. Können wir mal losfahren? Moment, Moment. Moment, Moment. Jetzt können wir. Okay. Ah, er ist gerade selbst IC. Okay. Natürlich! So. Wie gesagt, ich habe meinen Führerschein in der Kellogg's-Packung gewonnen, Leute. Ja, nicht wundern. Ich auch? Ja, sind wir schon mal zwei. Eieiei. Bremsen funktionieren. Das war nur ein Test. Ah, du hast noch kein PC, sonst könntest du. Okay. Da ist Lehmann. Okay, wunderbar. So. Ich bin gespannt. Wie gesagt, heute sind wir auf jeden Fall ein bisschen mit der Familie unterwegs. Und mal schauen, was heute noch so passiert. Man kann es ja nicht wissen. Das heißt, wenn ich noch auf aufs Metall warten. Ja, das stimmt. Wer hat das?
Die haben doch gemeint, die kommen mit einem Burrito. Sie holen erstmal alles aus dem Lager an Metall und so und dann kommen die mit einem Burrito hergefahren. Habe ich jetzt meinen abgeschlossen? Ja, ja. Okay. Aber ich glaube, es wäre best, wenn wir die ganzen Sachen dann am Ende zu denen ein Burrito reinmachen, weil ich kann man nämlich nicht abschließen. Okay. Aber ständig immer dieses Hunger, ne? Gefühl. Grüß dich, Devilchen. Schön, dass du da bist. Sag mal, flirten die da hinten noch, oder? Das ist eine gute Frage. Warum eigentlich im... Ja. Nichts, alles gut. War aus Versehen, sorry. Ah ja, das ist das. Ich muss erstmal wieder in Funk. Ja, ich lebe noch. Okay, nein, weil ich sehe bis jetzt nur zwei von euch. Entschuldigung. Noch tanken. Ach so. Das wollte ich nicht, das war der scheiß Käfer wieder. Und noch eine schnelle Nummer schieben. Knattert mal ein bisschen schneller. Ja, wir sind doch schon auf dem Weg. Sorry, ich wollte keine Donner. Aua. Es tut mir leid. Heul nicht rum. Ich sag euch halt Bescheid, sobald Rot anfährt. Jo. Alles klar. Weil ich hab hier alles in Sicht. Das ist sehr gut. Ich habe halt genau im Anwesen das letzte Medikit benutzt. Ah, echt? Mhm. Habe ich dir viel gezogen? 20. Also nicht wirklich viel. Okay. Pflaster drauf oder Spucke drüber ist wie neu. Oh, oh, oh. Ich hab's knallen sehen. Ich will aufpassen. Oha, oha. Der ist leer. Müsste. Nehmt euch mal 50 raus. Ich renn alle um. Ach, Spitzhacken auch, oder? Brauchen wir dann später für Metall, ja. Okay. Ach, du stehst gleich hier. Gar nicht gesehen. Ja. Nein, du müsstest den Wagen abschließen. Ich kann es nicht, weil du den geholt hast. Ja, mach ich. Mann, Mann, Mann. So. Ich bin so lost heute. Oh, ich und mein Orientierungssinn, ne? Das ist wie ein One Piece mit Zorro, ja? Ah, da. Das sieht schon derbst verboten aus. Ja, ja. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ja, ja. Was heißt dir ja, ja? Ja, ja heißt leck mich am Arsch. Ich habe kurz keine Sicht auf euch. Ich war gerade nämlich schon mal los. Also ich bin fertig.
Nee, ich habe gerade den Rest rausgenommen. Okay, das sieht dann doch zu verboten aus. So geht das ja noch. Fertig. Warte. Ah, kein Metall mehr. Wow. Waffen teilt dann hier rein, oder? Ja, können wir machen, weil hier sind wir zu zweit unterwegs. So, alle nehmen sich bitte schon mal 5 Spitzhacken raus. Jo. Alle Waffenteile hier hinein. Ich fahre uns. Ich hab schon. Wir machen uns jetzt los, um noch mehr Metall zu holen. Okay. So. Fällt auch voll nicht auf, ja. 3 fette Vans, ja. 3 fette Vans fahren durch Los Santos. Fällt ur nicht auf. Boah, Alter. Lustig wäre das dann, wenn so 20 Clowns da raussteigen würden, ja. So mit Hupe und so mit. Hältst du den Weg frei? Ich fahr schon längst zum Metall und schau vor. Herzchen. Hä? Oh Mann, ey, ich sag's euch, Leute. Ja. Ei, was kann denn die arme Laterne dafür? Und Nebelchen, alles gut bei dir? Krank? Oh, das ist natürlich nicht so toll. Ich hoffe, du wirst ganz schnell wieder fit. Was hast du denn? Grippe oder nur eine Erkältung oder... Keine Ahnung, was gibt's noch? Vieles. Wir sind da. Alle wegfahren, wir werden beschossen. Da sind die Platz.
weg hier, weg hier. Steigt ein. Steigt ein. Ich glaube, die packen gleich hier so ein. Die haben einen Platten geschossen. Ja, fahren wir jetzt. Wir haben auch einen Platten. Erstmal wegfahren, erstmal gerade wegfahren. Okay. Oh Mann, ey. Jetzt ist hier voll Action. Kurz vorne, lass mal an der Straße kurz vorne gleich eine Lagebesprechung machen, wie wir es machen. Alles klar. Wie sieht's aus von euch? Wer ist von euch treffsicher? Und wie viel Leben habt ihr noch? 100. Ich hab 80. 28. Also ich habe bis jetzt erst nur ein einziges Mal geschossen, ja? Ich habe bisher, ich habe auch noch nicht viel geschossen und ich habe nur noch 5 Leben. Okay, dann wenn ich drauf gehe. Wo ist Enzo? Du Enzo dein... saß noch im Auto und ist niedergeschossen worden. Scheiße. Nutzt das. Weil er nicht schnell genug wegkam. Nutzt das. Mach deinen Muskel mal ein bisschen. Was hast du mir gegeben? Ja. Dein Medikit habe ich dir gegeben. Ich habe keinen Inventar. Wie viel Munition hast du noch? Ach so. Ich habe gar keine. Ja, jetzt habe ich was bekommen. Behalte die Straße im Auge. Wir werden das so nicht mehr schaffen. Ryan, wir brauchen einen neuen Wagen. Ja. Obwohl, macht ihr das? Ich bring die Materialien weg. Ja, mach das. Lad die in den Van ein. Von mir. Nein, ich habe ja alles bei mir. Ich habe ja Zugriff auf den Van von ihm. Dementsprechend, ich bringe den Van weg und ihr gebt mir bitte noch schnell eure Spitzhacken. Und ich bringe den Van direkt weg. Ihr kümmert euch um Jeffy. Okay, so, das heißt. Hast du keinen Platten? Doch, ich habe einen Platten, aber. Ich habe alles weggebracht. Ist alles im Wagen? Ja. Okay, ich mach mich auf den Weg. Alles klar. So. Am besten, wie viel Munition hast du noch? 4. Ich weiß nicht. Ich vertraue darauf, dass ihr das schafft. Ich habe 19. Also 13. Jemand? In der Waffe oder jetzt? Allgemein? Ja, allgemein jetzt. Also in der Waffe habe ich 108. Okay. Ich habe nicht viel Munition. Ist jetzt auch die Frage, wie treffsicher sind wir, dass wir die wirklich holen? Weil ich habe nicht wirklich viel geschossen jetzt seit dem neuen Ding. Ich habe noch gar nicht geschossen, außer einmal bis jetzt. Ausprobieren. Ich bin auch nicht wirklich so treffsicher. Wir können es versuchen. Und schauen, dass wir es halt auf gut Glück schaffen. Ja. Weil ich weiß nicht, wie viele da sind. Ich habe nur einen gesehen. Wenn es jetzt nur 2 sind, ja, können wir es hinkriegen. Wenn es mehrere sind, weiß ich es nicht. Ich würde aber versuchen, die zu umzingeln. Versteht ihr, was ich meine? Also einen. Einer von rechts, einer von vorne, einer von links. Genau, dass wir quasi in der Zange gehen. Ja, das können wir versuchen. Ja, so wie die PD-Schweine immer vorgehen, weißt du? Ja. Ja, dann fahren wir jetzt mit einem. Einer schließt ab. Wir fahren mit einem. Ich kann meine nicht abschließen. Ich aber meinen. Ja, dann schließt du deinen ab, Sato. Wir fahren mit Lehmann seinem wieder vor.
schauen, dass wir ein Stück weiter vorne parken und dann. Okay. Lehmann. Lehmann. Jo. Hast du ein bisschen Munition für mich? Leider nein. So, spannend, spannend. Sag mir aber, wo genau ich dann stehen bleiben soll, ne? Fahr noch ein kleines Stück. Fahr noch ein kleines Stück. Oder scoutet vielleicht einer von denen. Weiß nicht. Was machen wir jetzt? Weiß nicht, ist das PD auch da vorne? Ich sehe nur MD. Ladenraum? Also fahr noch ein Stück nach vorne. Eins, zwei, könnte aber auch Ding MD sein. Das Problem ist, ich sehe hinten zwar was Rotes, aber ich weiß jetzt nicht, ob das MD, dass das MD ist oder. Ist bei mir genauso. Ich kann es jetzt nicht einschätzen. Da wird wahrscheinlich der Frost sein, aber das. Sind sie weg von euch? Wir wissen es nicht. Also. Zwei rote Wagen volle Kanne neben dem Würfelpark weggerast. Ja, die werden wahrscheinlich gleich auch hinkommen. Also jetzt gerade einer und vor vielleicht einer Minute oder zwei ist auch noch einer durchgerast. Okay, dann gehen wir einfach mal Na. Wie sieht's mit. Da sind welche, da sind sie. Warte mal. Tot. Fahr weg. Als ob! Jo. Okay, mich hat's gleich erwischt. Gleich einen Kopfschuss gekriegt, okay. Wie lange geht's wieder? Alter, komm. Alles klar. Ich komme jetzt zu euch. Da wurden wir genommen. Ja, haben Sie. Ich habe Schüsse gehört da in der Nähe. Ich wurde gerade vom Mediziner irgendwie wiederbelebt. Bitte nicht dahin kommen. Okay, ich bleibe fern. Vor allem, ich habe einen Schuss gekriegt. Einen Schuss. Ja, das frage ich mich teilweise auch. Vor allem, das war ein Schuss hinten rein. Naja, ist halt so. Ryan, Jungs, seid ihr am Leben? Wir dürfen nicht antworten. Ich glaube, die hat's erwischt. Wo ist Hannah hin? Das kann ich dir nicht sagen. Ist dein Wagen in Ordnung oder soll ich dich holen kommen? Ich werde gerade von MD ins Krankenhaus gefahren. Ich komme zu dir. Jato ist gerade an mir vorbeigefahren. Er kommt in die Richtung. Hier, hinten.
dein Wagen. Tja, Flo, das ist halt leider so. Ja, und danach müssen wir erstmal die Medics rufen. Aber wir sollten mal besser weg. Tja. Ratzfatz war man tot, ja? Tja, Flo, da machst du irgendwas falsch. Ja, bitte. Hallo? Ja? Ja, habe ich schon gemacht, jetzt gerade. Nee, Bruder, das war nur, weil die in den Fahrzeugen waren, deswegen sind die gekommen. Wir lassen die jetzt hochholen, reden mit denen, lassen die halt einen nach dem anderen halt, fesseln wir die halt, nehmen erstmal die Waffe da weg. Die sind nur da, um die Leute da rauszuholen, weil wir kommen da nicht dran, wir haben das schon ausprobiert. Nein, 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 alles gut. Nö. Die haben ein, ich weiß nicht, wer die waren, Digga. Ja, das finden wir jetzt raus. Ja, die finden, das finden wir jetzt raus. Die finden es raus. Diablo. Ja, gut, das ist mit dem Nitro. Während ich da noch bewusstlos bin, ich bin sofort wieder da, Leute. Mina, bist du noch am Leben? Wo bist du? Ich bin am MD. Ich komme sofort zum MD. Gib mir 2 Minuten. Ach so. Irgendwie kommen die Medics nicht, Alter. Kann jemand mal nochmal die Medics rufen?
jetzt. Mann, ich bin immer bei sowas sehr unentspannt. Erst recht, wenn man die Leute nicht kennt und... Ja, gucken wir mal. Ja, hallo Herr Mediziner, dann können Sie den links und rechts erstmal holen oder so. Oder mach, red mal mit der. So, da bin ich wieder. Der hinten drin sitzt. Dass ich den, der muss mitspielen jetzt. Ich weiß gar nicht, was die wollen. Hallo? Kommen Sie mal mit und schauen Sie mal nur mich an. Ja. So, Frage. Haben Sie irgendwelche Sachen dabei, die gefährlich sein könnten? Ja. Soll ich jetzt gut raus, oder? Dann lasse ich Sie jetzt in Ruhe und behandle jetzt Ihren Kollegen. Mhm. Haben Sie das soweit verstanden? Ja. Ich trag dich einmal da raus. Bitte? Ja. Hä? Ich gehört zu keiner Fraktion, weil ich mag einfach nur lila und schwarz halt. Deswegen kleide ich mich so. Und warum tut ihr uns hier beobachten? Wir beobachten halt nicht. Wir wollten halt ein bisschen was Metall machen, damit wir halt Schutzwesten herstellen können für uns. Falls halt mal was ist. Aber bedroht haben wir euch nicht. Ja. Oder wir wurden aber angeschossen von zwei Leuten. Und unser Kollege auch wurde angestresst von irgendwelchen. Also soweit ich es gesehen habe, kamen von uns keine Schüsse. Ja. Ey, ihr zwei, warte mal. Ihr zwei, setzt euch von wem? Hier. Setzt euch mal hier hin. Setzt euch mal hier hin. Ich soll schon ja, einmal hinsetzen. Ey. Tja, keine Ahnung. Einer. Alter, hier geht's gerade voll ab, Mann. Oh. Alter. Da crasht einer. Das ist geil. Ja, Leute, so sieht auch mal ein bisschen Action hier, ja. Den, die kommen jetzt vor und dann endet das nicht so blutig. Haben wir ihn? Hä? Okay. Das ist unser Kollege! Ja, ja, ich hab nicht geschossen. Mich geschossen? Ja. Alter Schäde. Was ist denn? Oh. Was ist denn hier los? Wer ist das hier? Du musst ja auch das nächste Mal PD kriegen. Einer, wir schicken den Sperrkreis ein. Was ist denn mit euch nicht richtig, sag mal? Hm? Was war das hier für ein Trick? Ich weiß nicht mal, was hier los war. Ich wollte, wir wollten nur ein bisschen Metall sammeln, dass wir uns halt Schutzwesten machen können. Ja. Und auf einmal deswegen sind sie maskiert, ja.
Ja, Sie bitte einmal so aber davon sein, sind wir halt abzunehmen. Von den Roten halt angegriffen worden, niedergeschossen ja. worden, sind jetzt gerade eben hochgeholt worden, dann seid ihr gekommen und dann gab es hier wieder eine Schießerei. Also wir haben nicht mal angefangen zu schießen. Okay, dann gibt es ja bestimmt ich wollte gerade sagen, Sie saßen ja auch vorhin schon, ne? Smith, stopp, ich hab's Moment, gesehen. Ja. Moment, niemanden hochholen. Erstmal werden die Leute von uns durchsucht und die Waffen abgenommen. Ich glaube, ich genau. Den falschen Armament. Moment, warte. Ja, Dorfsten, Sie durchsuchen ihn. Nehmen die Waffen ab, aufschreiben, wie er heißt. Die beiden Herrschaften. In der Tasche muss ein Ausweis sein. Ja. Können Sie immer so freundlich sein und bitte Ihre Waffen Maske abnehmen. Was haben Sie abgenommen? Handy rechtens? Abnehmen. Und alles auf dokumentieren, ja? Vielen Dank. Bitte. Ja, warte. Okay. Nimmst du deine Maske ab? Dankeschön, Jo. Bitte. So, komm mal mit, Jungs. Ja. Also, was ist denn hier genau vorgefallen? Was war denn das Problem? Also, wir wollten Metall sammeln, dass wir uns halt Schutzwesten machen können, falls halt genau wie sowas hier ist, dass wir halt wenigstens noch ein bisschen was Schutz haben. Na, verständlich. So, und dann waren hier schon gerade eben Rote gewesen. Entschuldigung, ich muss mal eine Sekunde. Ja. Boah, was hier abgeht, Alter. Warte. Haben Sie was gesagt? Einmal kurz abwarten. Ja, klar. Der Coimbra macht das mit Ihnen. Alles klar. Was hier abgeht, Alter. Ohne Witz. Weil alleine gegen drei... Alles gut, wir sind vollkommen harmlos gerade. Ja, die Aussage möchte ich aber dann nicht hinter mir stehen haben, alleine. Kein Thema. Kann ich einen von den Medics herholen? Oh Mann, ey Leute, das ist gerade so eine Art, ey. Ultra krass. Ich bin gerade ein bisschen dezent überfordert. Aber nur dezent. Okay, gerade einfach wieder. Ah, das ist scheiße, ja. Das regelt sich schon irgendwie. Vielleicht ist es warten. Ich hoffe, der hat keinen nervösen Finger, ja? Ryan, wenn du Transfunk machst. Ein kurzes Filmzeichen würde uns schon reichen. Ja, und sonst? Wie geht's euch so? Soweit ganz gut, bis auf, dass wir halt niedergeschossen worden sind, ne? Ohne Grund. Das ist immer ein bisschen blöd. Ja. Vor allen Dingen, Leute, jetzt habe ich eine Frage an euch. Haben die eine Schuhe? Ja, hoffen wir mal, dass wir das Ganze hier aufklären können. Ich meine, Entschuldigung. Wir waren alles gut. Nochmal zurückgekommen. Also, haben Sie meinen Kollegen das jetzt nochmal mitgeteilt, oder? Nein, der wollte warten. Okay, gut. Alleine perfekt. Gegen drei Aussage und so haben wir ein bisschen... Also, nochmal von neu, Jungs. Ich war gerade, es tut mir leid. Also, wir wollten Metall sammeln, damit wir uns halt Schutzwesten und alles herstellen können, damit wir halt auch ein bisschen geschützter sind. Mhm. So, und wir sind jetzt gerade eben da vorne auf dem Weg, sind wir hochgefahren. Auf einmal waren da schon Leute gewesen, die rot angezogen waren. Ja. Und die haben dann sofort das Feuer auf uns eröffnet, obwohl noch gar keine Schüsse gefallen war aus meiner Richtung her. Also ich habe keine Schüsse vorher gehört gehabt von uns. Und dann haben wir erstmal den Rückzug angetreten, wollten erstmal schauen, was Sache ist. Ja. Dann kamen sie wieder, haben uns wieder niedergeschossen. Dann haben die uns per Medics hochholen lassen. Ja. Und dann seid ihr auch schon gekommen und dann gab es schon die nächste Schießerei. Ja, wir haben ja gehört, hier haben wir vielen Schüsse, deswegen kommen wir da nicht mehr mit dem Taser an, sondern ne, für euch auch zum Verständnis. Ich weiß ja nicht, ich will jetzt nicht bestreiten, dass ihr irgendwo zugehört. Ne, da bin ich mir lang gefackelt. Wenn scharf geschossen wird, schießen wir scharf zurück. Ja, wie gesagt, von uns kamen keine Schüsse, also wir waren eigentlich eine friedliche Gut, andere Frage.
Tragt ihr Waffen bei euch und habt ihr dafür eine Lizenz? Ich habe eine Waffe und ich habe auch einen Waffenschein. Ich habe auch eine Waffe und habe auch einen Schein. Gut, der Kollege rechts von mir. Und welcher Kollege? Ja, ja, ich hab auch einen Waffenschein und Waffe dabei. Gut, dann würde ich Sie bitten, einmal kurz nacheinander zu mir zu kommen, den Waffenschein zu zeigen. Die Waffe muss ich jetzt nicht unbedingt sehen. Der Waffenschein reicht mir vollkommen. Ja? Alles klar. Fangen wir links an und gehen dann nach rechts weg. Alter, voll krass. Ohne Scheiß. Hier, bitteschön, der Waffenschein. Ja. Na, so. 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 Satasho Redfield, ja? Genau. Ist das richtig? Perfekt. Gut. Moment. 10-4. Geben Sie mir noch eine Sekunde, ich muss mal kurz meinen Captain hier fragen. Ja, ja. Also Jungs, ganz kurz, ja. Die Medics sollen euch wohl nochmal untersuchen. Ja. Oh Gott, was war das denn? Ja. Ja. Hört ihr den Polizisten? Nö. Nein. Ah, okay, ich weiß warum. Ah. Däumchen drehen. Auf dich müssen wir jetzt besonders aufpassen, ne? Auf jeden Fall. Würde ich immer ein bisschen leiser reden? Ich höre euch bis auf dem Hausflur. Auf jeden Fall. Hast du kleiner gestellt? Ja, habe ich. Okay. Auf dich müssen wir jetzt besonders aufpassen, ne? Auf jeden Fall, ja. Das könnte noch gefährlich werden. Ja, nicht, dass du auch deinen Job kündigen musst. Ja. Werden wir sehen. Geht das auch leiser? Ich hab. Irgendeiner ist mein Schreiter. Hä? Mein Muskel ist auf ganz klein eingestellt. Wir reden gleich immer. Ja, Kev.
Du siehst richtig. Ich meine, wir können ja auch noch ein Stück. Ich meine, wir können ja auch noch ein Stück nach vorne. Nein. Hallo, hallo. Jo. Jo. Versuchen wir es nochmal von neu. könnt ihr mich verstehen? Ja. Ja. Perfekt. Ja. Also, wie gesagt, die Medics, da solltet ihr wohl nochmal zur Nachuntersuchung, wenn ich das richtig verstanden habe. Dann werden wir uns dann nochmal die Aussage geben lassen von den Medics. Wenn die natürlich mit eurer Aussage übereinstimmt, könnt ihr von mir aus gerne gehen. Mhm. Soweit verstanden, ja? Ja. 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 Perfekt. Dann einmal. Ihr gedroht? Moment. Ach so. Wenn ich mir mich ein bisschen bewege, will er mich tasern. Aber was ist deine Definition von ein bisschen bewegen? Herr Smith? Der bedroht mich. Der hat mich bedroht. Können Sie bitte einmal die Medics zu mir schicken? Gucke, jetzt lügt er. Jetzt lügt oder er. Ein Medic reicht. Muss kurz sagen, und sonst so, Jungs, ihr euer Abend. Ja. Bist gerade eben noch entspannt gewesen, ne? Mhm. Richtig. Ja, das stimmt. Das kann ich mir gut vorstellen. Und bei euch? Ja, bevor wir hingekommen sind, hatten wir noch einen anderen Einsatz tatsächlich. Oh. Fertig nachgedacht. Nein, ich hab doch gesagt, ich werde. Nein, ich hab doch gesagt. Hallo, Herr. Ich vergesse es, tut mir leid, den Namen vergesse ich auf das mal. Fetch. Fetch, kannst du die drei einmal untersuchen, ob die soweit gesund sind und ob die eventuell zu euch müssen aus irgendeinem Grund, wegen, weiß ich, Verletzungen oder sonstiges? Das Ding ist, ich würde mich mal kurz mit dir unter vier Augen unterhalten, wenn es okay wäre. Ja, klar. Toni, der bedroht mich. Ja. Der ist gemein zu mir. Und? Nee, hat mir verbal schreien, gedroht. Aber dann selber noch so laut schreien? Deswegen sage ich, er hat mich verbal gedroht. Nicht mit einem Taser, er hat mich verbal gedroht. Einfach ignorieren. Ja, sie haben gesagt, ja, gucken Sie mal, wie hier lächeln sind alleine und uns kann hier niemand hören. Lächeln und winken. Da kann man richtig viel. Naja, ob das bei diesen Schmerzen, was ich in den Armen noch hab, ob man da noch winken kann, keine Ahnung. Ja, denke ich nämlich auch. Ja. Direkt die Marke wegnehmen. Stell dir vor einfach, dass du winkst, okay? Genau. Lächeln und winken. In Gedanken. Ich hab nicht geschossen. Ja, weil ihr. Achso, weil wenn ich schieße, dann falle ich auch um. Auf mich wurde geschossen. Ich habe keine Pistole mit dabei gehabt. Ich hatte nur ein Messer dabei. Die hat eine Pistole. Die hat eine Pistole, aber nicht ich. Oh Mann, ey. Halten die Kaffeekränzchen, oder? Safe. Ja, Kev, was soll ich sagen? Ja. Naja, ich weiß ja nicht, ja. Weil ich hatte ja Maske auf. Oh. Meine Güte, können die mal schneller machen? Mein Arm tut immer noch weh. Ich glaube, ich habe sogar noch eine Patrone drinnen. Heu leise. Sei ein Mann. Wir stehen das durch wie Männer. Später beim Kaffee oder beim Bier können wir weinen. Das wäre doch geil.
Was? Ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Können wir bitte gehen? Können wir einfach nur bitte gehen? Nein, können wir nicht. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe nur eine Bier getrunken. Naja, eigentlich wollten wir nur Metall sammeln. Wisse. Ja, ja. Und dann sowas, da konnte ja keiner mit rechnen, ne? Bestimmt. Haben die nicht irgendwie gemeint, dass die nur kurz unter vier Augen reden wollen? Ja. Naja, aber bei denen ist kurz lang eine Stunde. Ja. Am Arsch, Kev, am Arsch. Du kannst die Zeit auch für uns absitzen. Ich muss echt mal. Okay, Staatsanwaltschaft. Ja, nicht schlecht. Ist doch cool. Oh Mann, oh Mann. Aha, da kommen sie. Also Jungs, dasselbe Prozedere nochmal. Könnt ihr bitte einmal zu dem Medik da vorne gehen? Der untersucht euch dann nacheinander. Und dann seid ihr von meiner Seite aus, wenn ich das richtig verstanden habe, war es in dem Fall für euch Notwehr. Ja. Und dann seid ihr somit auch wieder von meiner Seite aus entlassen. Alles klar. Aber bitte erst zum Medik, euch einmal untersuchen lassen, nicht, dass ihr irgendwie noch andere Wehwehchen habt. Mhm. Alles klar? Alles klar. Gut, dann wünsche ich euch noch einen entspannten und passt auf euch auf, Jungs. Ja, danke. Ihr auch. Danke. Du auch. Ja. Wir müssen gleich zur Tanke. Der nächste. Guten Abend. So, guten Tag. Einen Moment. Okay, habe ich soweit mit. Dann regel du die Sache bei dir. Und wenn er dann soweit ist, kannst du ihn ja wegschicken. Aber er soll nicht zu uns wiederkommen. Check. So, wie sieht's bei Ihnen aus? Haben Sie irgendwelche Schmerzen oder irgendwas, was Sie mir vermitteln wollen? Ein bisschen Schulterschmerzen, aber sonst. Alles okay. Darf ich mal da kurz durchgucken, dass Sie da irgendwas getroffen haben? Ja, gerne.
Können Sie mal oben freimachen, bitte? Ja, natürlich. Okay. Wenn ich mir das so hier angucke, sieht es eher mehr blau aus. Am besten bleiben Sie dann hier und dann verschreibe ich Ihnen was mit und dann sollte es wegen dem Zeug dann auch gleich gegessen sein. Mhm, alles klar. Also ich nehme Sie dann alle mit. Sie haben hier was Wichtiges? Sollte ich das wissen? Irgendwas Wichtiges hier? Nein. Okay, gut. Dann können Sie den nächsten hauen. Mhm. Der nächste. Der Medic nimmt mich jetzt gleich mit. Okay. Einmal nur ein paar Schmerzmittel. Ja, besser ist es auch, wenn er dich mitnimmt. Ja, definitiv. Ich drehe mich jetzt bewusst nicht zu gut hier. Hm? Warte mal. Stell dich mal vor mich. So. Entschuldigung. Alles gut. Was machen wir gleich? Herr Officer, hätten Sie mal kurz Zeit? Mein T-Shirt bzw. Hemd wieder anziehen. Meine linke Schulter tut so weh. Alles gut. Achso, wir sollen dir helfen. Oh, nee, ja. Das kannst du alleine. Okay. Aber ja, wir haben dir wirklich in der Schulter weh. Ja, alles meine gut. Schulter ist auch ein bisschen schmerzhaft. Deswegen, ich kriege jetzt gleich ein paar Medikamente und dann sollte das gehen. Okay, ich würde Sie jetzt drei mitnehmen. Mhm. Sie haben hier weiter nichts Wertvolles stehen, liegen gelassen oder sonst, aber da weiß ich. Nein. Nee. Okay, gut. Dann könnt ihr jetzt mit einsteigen und dann nehme ich euch kurz mit zum MD. Okay. Alles klar. Huch, ganz schön dunkel hier drin, wa? Habe ich das gerade richtig gesehen? Wurde Yato verhaftet? Oha. Und wie im Autohaus immer 25% mehr als was das PD sagt. Ah, alles klar, okay. Ich verstehe. Ist das normal, dass das Schwarzbild ist? Ich will jetzt auch nicht aussteigen, ja? Ah. Nein. Wie geil ist das denn? Das ist auch mal eine geile Sicht. Leute. Da ist schon noch richtig Action abgegangen, ey. Das war gar nicht so geplant, ja. Eigentlich dachten wir, wir gehen einfach nur Metall holen, ja. Und dann kam die Platz. Aber richtig, ne? Normalerweise dauert das nicht so lang. Leute, geht's euch gut? Voll rein nach unten. Wir fahren gerade zum MD. Getrennt? Zusammen. Alle zusammen.
Sato, du müsstest, glaube ich, dein GPS dann, wenn du mal für einen kurzen Augenblick alleine bist, aktualisieren, weil da ist scheinbar ein Anzeigefehler. Ah, alles klar. Ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt da sind oder nicht. Sartre, wo bist du? Hinten im Krankenwagen. Gehen und so tun, als ob du aussteigst. Ich habe nichts gemacht. Ich bin irgendwo gelandet. Neben dem MD oder? Wo, beschreib mal, wo du genau bist. Sieben, vier, neun. Ich dachte, ihr seid zusammen unterwegs. Bist du jetzt da drüben gelandet? Was? Was ist das denn? Soll ich zum MD kommen? Schick mal einen Dispatch, du hast abgeholt. Oh Gott, wo ist das denn jetzt schon wieder? Abwarten. Habe ich gemacht. Jo, er geht dich abholen. Bis gleich. Bis gleich. Aber Leute, das kann jetzt echt noch spannend werden in der Werkstatt. Ich weiß nicht, was da noch passieren wird. Es wird spannend, spannend. Habe ich eigentlich noch? Ja, die habe ich noch. Ich mache schon mal den Handykäfer weg, falls, ne? Ja, gut. Werden wir sehen, ja? Ich habe ihn ja auch gesehen, ja. Erstmal Muskel größer machen. Da kommt er ja. Ich bin auf dem Weg.
Hey, grüß dir. Alles gut? Ja, alles gut. War nur, hab ich nur erschrocken. Hast du irgendwas, vermisst du irgendwas oder sowas in der Art? Ne, gar nichts. Nichts? Okay, gut. Nur damit du Bescheid weißt, was ich vorhin gemeint habe. Tyson ist jetzt gut. Und ich bin auch froh, dass ich den als erstes weggeholt habe. Mhm. Tyson geht's gut. Weil ihr euch so ein bisschen Sorgen gemacht habt um ihn. Mann. Okay, ja, das hört man gern. Nee, weil ich kenne ihn ja auch und deswegen. Das ist die Hauptsache. Ja, ich meine, Tyson ist ja auch ein sympathischer Typ, also ganz ehrlich. Also ich habe bis jetzt noch keine schlechte Erfahrung gemacht, sage ich mal so. Ja, sollte man aber allgemein auch nicht von allen. Ja, eh. Das wird jetzt witzig. Na dann, komm mal mit. Ja. So. Folgende Lage. Ich würde euch jetzt als erstes behandeln, damit ihr schon mal so weit voraus weg seid. Ja. Danach macht ihr euer Ding mit der Polizei. Und was zwischen euch und diesen roten Typen ist, ist mir sowas von wurscht, ist mir sowas egal. Aber ich möchte definitiv rausgehalten werden oder sonstiges was. Alles gut. So. Ja. Wer möchte als erstes? Rechts von uns. Warte mal kurz, ich hab grad wieder... Oh nee. Der weint schon die ganze Zeit. Ja. Jemand bitte zum Indiz, Digga. Ich bin hier... Wir sind, ey, komm, ganz ehrlich, die Polizei macht mich fertig. So, einer mit mir. Ja, das war... Oh, Mann. Ja, da kann ich nichts dafür. Es ist einfach so passiert. Aber hat der Polizist nicht eben gemeint, dass wir gehen dürfen danach? Hm? Hat der Polizist eben nicht gemeint, wir dürfen danach gehen? Wenn der Medic uns untersucht hat. Ja. Ihr sollt das zweite Mal unten zur Garage hin. Alles klar. Wir sollen runter zur Garage. Hab's gehört. In welcher Garage und aktiviere bitte mal dein GPS. Alles klar, machen wir. Von wem stimmt jetzt das GPS nicht? Lehmann. Warum? Seid ihr nicht alle drei gerade beim MD? Ich hatte deinen Funkspruch gerade aktuell nicht richtig mitbekommen. Aus. Nein, ich hatte nur gedacht, dass Lehmann das GPS noch nicht aktiviert hat. Deswegen, also, wenn ihr alle drei beim MD seid, dann ist alles in Ordnung. Enzo und ich sind hier oben beim Anwesen also, und ihr drei da. Das wird mir jetzt vorgeworfen, der Herr. Alles klar, ja, wir sind hier. So schnell trennen wir uns auch nicht. Das lohnt sich wieder. Das lohnt sich wieder. Sicher ist sicher. Oder was hast du dazu?
Dass wir uns nicht trennen. Ja, die Ruhen sind jetzt oben in der Eingangshalle, wir sind jetzt hier unten, damit wir voneinander getrennt sind. Ja, klar, das ist natürlich, macht Sinn, macht Sinn. Ja, und der oben hat jetzt gerade wieder das Maul gegen den Polizisten aufgerissen und ist anscheinend niedergeschossen worden. Oha. Ist jetzt reine Spekulation, ob das stimmt, was ihr sagt. Hey, ihr beiden, wollt ihr in den ersten Stock gehen schon mal? Ja, können wir machen. Perfekt. Da oben los. Nicht fragen. Ich bin gleich für euch beide da, ne? Ja. Und da wird man hier direkt festgehalten, wo man gerade aufgefunden ist. Ja, und das ist gleiche Kleidung an, selber schuld. Ach so. Hast du was zu trinken? Mhm. Echt nicht? Das habe ich selber gerade eben vor dem Einsatz noch getrunken und gegessen. Also was wird mir denn jetzt erstmal vor... Also guck mal. Warte mal, nee, erstmal rede ich jetzt hier. Also zumindest die Chief, ja. Also was wird mir jetzt hier erstens vorgeworfen? Weil ich habe nur kooperiert mit der Polizei, ich habe keine Gewalt gegen die Polizei angewendet, weder noch. Ich habe nur mein Vokabular benutzt gegen das PD und wurde daraufhin niedergeschossen. Also ich verklage eher dann das PD darauf, dass ich festgenommen werde, dass das PD mich umschießt. Also bewusstlos. Also ich verstehe dann nicht ganz genau, was meine Straftaten denn hier genau sind. Irgendwo in einem Dealer? Ja, eigentlich solltet ihr schon längst behandelt werden. Ich weiß nicht, warum die sich so ver... Ja, dann... Nee, macht's doch nicht. Es nervt mich auch, sorry. Ihr solltet ja, nee, vor oder 5 Minuten also... oder 10 Minuten behandelt werden. Ich weiß nicht, warum die sich so ewig feiern lassen. Ja, natürlich, aber... Ich... Ja, darum geht es halt nicht. Es geht halt darum, dass die PD halt einfach nicht hier erklären und sagen, was unsere Straftaten sind. Deine Straftat sagen, ist erstens, dass du eventuell, ich weiß nicht wie, ob du jetzt zuerst geschossen hast. Nein, ich habe keine Gewalt angewendet. Ich habe mal ihre Kollegen mit hier hochgeholt. Nein, ich hatte eine SMS-Pistole, die ist legal an Waffen. Sprich dem kleinen Kreis gut, okay, wer hat dich gesucht? Ein PD-Leiter, ich weiß nicht, ich war da gerade zu diesem Zeitpunkt im Kopf und weil ich da ein Problem hatte. Es wurde einfach ausgenommen, dann habe ich irgendwann gesagt, so, ich folgendes. Ich leg dir jetzt eine Bandage mit einer Creme an. Die habe ich soweit fertig gemacht. Am besten sorgst du dafür, dass du weniger was hast, also weniger hier Bewegungen und alles Mögliche an den Armen. Das soll sich jetzt bis morgen heilen. Okay. Lass es aber bitte auch nicht drauf ankommen. Ansonsten bist du soweit durch. Okay. So, dann beim nächsten. So, Sie können warten, ja, Sie können ruhig vor der Tür warten. So, beim nächsten. Könnten Sie auch kurz mit rausgehen? Bitte? Ganz kurz. Danke. Hast du was zu trinken vielleicht dabei? Dann lasse ich dich wieder frei. Such dir einen Medic und lässt dich behandeln. Irgendwas Illegales dabei? Gut, dann bist du frei. Danke dir. Tut mir leid für die Missverständnisse, aber ihr seid ein bisschen Chaos. Der andere hat verdient, der hat eine Waffe auf meinen Kollegen gerichtet. Alter, was geht denn da unten ab, ey? Keine Ahnung. Hab halt vorher auch nur einfach so Schüsse gehört, ey. Tja. Das ist okay. So, ich gehe jetzt mal hier hin. Brennt das oder wie ist das für Sie, das Gefühl? Ich
Dach. Sind mehrere Kugeln durch? Okay. Okay. Behandelst du denn mal den anderen? So, die Herren, wer hat denn noch was? So, pass uns auf. Ich. Okay, okay. Dann würde ich sagen, gehen wir einmal hier in die mittlere Tür von den dreien da vorne. Ich bin gleich für Sie da. Ich müsste mal kurz. So, dann schießen Sie mal los. Was haben Sie denn? Naja, also mir tut die Schulter noch ein bisschen weh. Darf ich erfahren, was passiert ist? Naja, weil also wir wollten... Ich war nicht dabei, ich bin gerade erst in den Dienst gekommen. Entschuldigung. Achso, okay. Also wir wollten einfach nur Metall sammeln, ja. Und auf einmal ist die Hölle losgebrochen und auf uns wurde geschossen. Ja. Oh, okay, okay. Ist denn die Polizei schon dazugezogen worden? Die ist dazugezogen worden, ja. Ist das alles schon aufgenommen worden? Alles Zwecks aufgenommen. Verletzungsgrad, genau. Und so weiter und so fort? Genau. Haben die alles mit notiert? Ja. Okay, okay, okay. Ja gut, nee, dann ist es ja nur noch die Nachversorgung sozusagen bei Ihnen jetzt. Genau, wie gesagt, die Schulter tut mir halt nur ein bisschen weh. Links oder rechts? Rechts. Rechts, alles klar. Dann helfe ich Ihnen mal beim Ablegen vom Parkett und von der Weste. Dankeschön. Ja, in der Bewegung ein bisschen eingeschränkt, habe ich gemerkt. Ne, also es gab schon ein bisschen Widerstand, vor allen Dingen beim Heben des Arms. Können Sie den einmal einfach gerade nach oben versuchen zu heben? Na, Moment. Und wenn es nicht mehr geht, ne, nicht über den Schmerz hinausgehen, sondern mir Bescheid sagen, sobald es anfängt mit Schmerzen. Ja. Ja, warten Sie mal, ich lege mal meine Hand noch mit auf Ihre Schulter vorsichtig auf, damit ich da merke, wenn da irgendwas sich komisch verschiebt. Können Sie noch mal? Ah, ja, bis zum rechten Winkel geht's, ne? Ja, also... Danach macht die zu. Genau, also hör, wie Ihr Streifen so geht. Ja, nicht. Ja. Gut, würde ich tatsächlich vorschlagen, erstmal mit Ibuprofen dagegen zu arbeiten, ist ein Entzündungshemmer. Sie können sich vorsichtig das Jackett wieder anziehen. Ja. Sie müssen hier nicht oberkörperfrei stehen bleiben. Ich würde Ihnen da mal zwei Tabletten mitgeben, eine heute, eine morgen. Danach Autofahren vielleicht nicht mehr unbedingt, ne? Also zumindest keine großen Fahrzeuge. Ja, ist aber ein kleines geht. Aber, ja, wenn Sie da schön vorsichtig machen, sich an die geltenden Regelungen halten und einen Führerschein besitzen, habe ich da überhaupt keine Einwände. Nein, also Führerschein habe ich auf jeden Fall. Alles klar. Dann übergebe ich Ihnen mal die zwei Ibuprofen. Bitte schön. Ja, danke schön. Soll ich jetzt gleich eine nehmen, oder? Können Sie, haben Sie schon was gegessen? Ja, weil gegessen habe ich. Nämlich sonst, die schlagen nämlich sonst auch gerne mal auf den Magen. Ja. Ja, dann warten Sie mal, ich... Mach mal ganz schnell noch die Rechnung fertig. Naja, sehr gerne. Bevor wir es vergessen. Sie haben jetzt im Endeffekt nur die zwei Tabletten bekommen. Und dann sind das noch... Moment, ich nehme mal das Handy ganz kurz zum Zusammenrechnen. Ist ein bisschen einfacher. Machen Sie ganz entspannt. Wofür? Okay. Nee, aber sonst ist da auch nichts weiter dabei. Noch die einfache Untersuchung. Sind wir bei einer Gesamtrechnung von 1500? Ja, ist okay. Alles klar. Haben Sie die schon ausgestellt? Sekunde. Ich schreibe die gerade noch zusammen. Ah, okay. Das war jetzt nur erstmal das Vorrechnen für Sie und für mich. Ah, ich verstehe. Okay. Das ist ja absolut kein Thema. Jojo. So, da haben wir die. Ach Mensch, ich werde angefunkt und kann nicht antworten. Okay. Zwei Ibu plus Untersuchung. Können Sie mir einmal ganz kurz noch Ihren Namen verraten für unser System?
Satoshi. Redfield. Satoshi. Ja, da, Satoshi Redfield, alles klar. So, Sie dürften eine Rechnung erhalten haben. Schau ich mal nach. So, jetzt kann ich dir antworten. Was kann ich für dich tun? Ich bin gerade im Untersuchungsraum, erstes OG. So. So. Müsste dann auch schon bezahlt sein. Ja, das muss die Chefin dann. Ne? Da bin ich zu niedrig. Das geht mich nicht an. Ich stelle die Dinger nur aus. Okay. Ja, okay. Ich höre dich. Was kann ich für dich tun? Darf ich dann jetzt schon gehen, oder? Ja, tatsächlich können Sie da sich wieder aufmachen. Wie gesagt, schonen Sie die Schulter, nehmen Sie noch die eine Tablette heute, die andere morgen, vielleicht vorm zu Bett gehen. Ja, mache ich. Nicht auf nüchternen Magen. Und dann dürfte es eigentlich wieder besser werden. Alles klar. Vielen Dank. Gerne, gerne. Ja, Ihnen noch einen schönen Abend. Dasselbe. Ja, danke. Den Abend trotzdem halt heute weiterhin schonen. Okay. Ja, bei euch da hinten ist jetzt mal Wende. Perverser, wo? Alles gut? Wir haben beide eine Prellung und wir sollen uns heute schonen. Soll ich auch, also. Dann haben wir gleich ein Problem. Also ich soll keine großen Fahrzeuge mehr fahren. Normale Autos gehen. Hab ein bisschen Ibuprofen bekommen und ja. Ich habe eine Bandage bekommen. Warum hast du die Maske auf? Ja gut, wollen wir gehen? Wollen wir uns abholen lassen, oder? Der eine hat zu mir gesagt, wir sollen noch warten kurz. Ah, okay. Okay, dann warten wir noch kurz. Check. Check. Was passiert jetzt mit dem? Wo kommt die hin? Ja? Wo kommt die hin? Wo seid ihr denn? Offen. Moritz, ja bitte. Im Krankenhaus. Aufgeteilt in die und anwesend. Okay, warum seid ihr im Krankenhaus? Die Roten haben auf uns geschossen. Ich komme euch mal besuchen. Unten stehen zwar irgendwie 3 oder 4 PDler, aber mir egal. Bist du jetzt noch auf der Fahndung? Nö, ich sag's ja bloß. So, grüß euch. Alles gut bei euch? Ja, soweit. Ja. Ist das auch irgendwelche Beschwerden, irgendwas, was fehlerhaft ist oder sonst wo ich euch helfen kann? Nicht? Okay. Gut. Dann mache ich für euch jetzt nochmal eine Rechnung fertig. Das ist, beträgt einmal RTW und einmal Behandlung. So. Wem hast du schon mal fertiggestellt? Bei wem warst du nochmal fertig? Der Herr links von dir, der gerade die Hände hebt. Ah, okay, gut. Der dann hat 2 Ibuprofen bekommen und halt die Untersuchung an der Schulter. Okay, dann baue ich auch Untersuchungen. Dann hat sich die Sache gegessen. Dann machen wir jetzt nicht einen fetten Preis draus. Will einer von euch die zusammen oder wollt ihr die einzeln haben, die Rechnung? Schreib zusammen auf mich rauf. Auf dich? Okay, kommst du mit? So lange es dauert. Kannst du mir einen Gefallen tun? Ja, klar. Die 3 Typen da unten, wenn du die gleich siehst beim Erdgeschoss, kannst du denen einen Denkzettel mitgeben, wenn du die irgendwann mal siehst? Aber natürlich. Also auch für Sie haben auch sowas. Absolut kein Problem. Absolut kein Problem. Okay. Ja,
Also, ich würde sie dann nicht anzeigen, aber außer sie machen auch so eine kranke Scheiße wie der Mark Frost. Also, das ist kein normales Behandeln mehr. Der Perverse. Ich werde auf jeden Fall dran denken. Aber das ist die Wahrheit. Ja, aber die Dame, das ist die Wahrheit. Wollen Sie die Wahrheit verschweigen, oder was? Was ist deine Lieblingszahl? Doch. 44. Also soll ich lügen? Hast du das bekommen? Ja. Müsste 500 sein? Also Sie können mir doch nicht Rufmord unterstellen. Schauen Sie mich doch mal an. Ich hab das was habe ich hier in Rechnung ausgestellt? Ja. Hast du. Wie viel? 500. Perfekt, okay. Ich dachte, ich hätte es 0 zu viel gemacht. Okay, gut. Ich schon mal gehen. Brauchst du sonst noch irgendwas? Könnte ich dir noch was Gutes tun? Vielleicht eine Flasche Wasser oder so. Ich habe ziemlich Brand. Du, pass auf, ich gebe dir trotzdem eine Flasche Wasser mit. Aber unten rechts ist noch jemand da, der kann euch da auch was verkaufen, wenn ihr was braucht, ne? Alles klar, danke dir. Okay. Ich habe jetzt gerade mit den Jungs gesprochen, wir bringen die über die Tiefgarage raus, dass wir da jetzt keine Konfrontation haben. Okay. Welche Person wollen Sie beim ND haben? Die Leute am Feld. Ich gebe dir später die Namen von den Leuten. Alles klar. Ansonsten, ich begleite euch jetzt raus. Okay. Nimmst du die drei schon mal hoch? Ich komme erstmal mit runter. Einmal kurz Keller und dann fahre ich direkt wieder hoch, wenn ihr unten seid. Die Dealer, die jetzt bitte die drei Menschen holen und bitte des Krankenhauses verweisen. Der Herr Chief, der Mark rastet hier aus. Du, es eskaliert anscheinend gerade im Erdgeschoss. Ich glaube, ich komme mit. Ich habe gerade schon das Hausverbot ausgesprochen. Ihr verlasst jetzt das MD. Und den Mark lassen Sie hier perverse Sachen machen? Ihr verlasst jetzt gerade. Das MD. Ja, dann gehe ich mit meinen Kollegen raus. Die sind für dir noch. Nein, habe ich nicht. Nee. Aber ich bin das für mich, ne? Ja, ja. Das geht ja gar nach oben nicht. Rundern, nach links geht, kommt hier raus. Ja. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Beste. Jo, danke. Und, danke dir. Eigentlich sagt man ja Wiedersehen, aber hoffentlich nicht in so einer Situation. Ja. Ja. Ich wünsche euch was. Also, jo, danke schön. Bis demnächst nochmal wieder, ne? Ciao, ciao. Alles klar, ciao. Ja, das liegt auf der Verdiener. Wir müssen noch erstmal diesen Treatment testen. Scheiße hier, ne? Dann testen Sie doch den Typen, dann können wir erst raus. Das Problem ist wirklich. Ja, also dann testen Sie doch den Typen, dann könnten wir ja auch rausgehen, aber so bringt das doch nichts. Was soll das? Spannend, spannend. Wir sind jetzt raus, über die Tiefgarage rausgegangen und gehen jetzt links Richtung Garage weg. Ich hab ein Problem, ich hab Augenprobleme. Mach gleich bei der Garage ein paar. Ne? Im Krankenhaus. Ja, wenn du beim Krankenhaus jetzt vorne wieder rausgehst, links Richtung Garage. Ich mach grad hier schnell einen Powernap. Ja. 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 So, einmal kurz Powernap, weil ihr habt's gesehen. Ja. Geht ganz schnell, Leute, geht ganz schnell. Ach ja. Ich werde auf jeden Fall meine Sprachmuskel mal einstellen müssen.
irgendwie. Ist die Empfindlichkeit scheiße. Arbeiten und sowas. Ja, und deshalb werde ich sie mir im Auge behalten, wenn sie weitermachen. Ganz einfach ziehe ich mir schnell hier die Frackkleidung an, sage ich mal. Maske drüber, zack, nehme ich sie mit, ganz einfach. Ja. Ja, was wir auf jeden Fall mal irgendwie machen müssen, ist Waffenschussgebrauch irgendwie mal üben. Definitiv. Weil ich glaube, da sind wir alle nicht gut drin. Tja, mit dieser scheiß SNS-Pistole. Ja. Ja, allein, dass du jetzt nur noch über Kimmer und Korn gehst, ne? Ich werde nochmal kurz zurückschauen, ob da jetzt alles gut ist. Jo. Mina, bist du noch da? Entschuldigung, dass ich gefragt habe. Ja, ich lebe noch. Ich bin oben am Anwesen zum 10.000. Mal. Guckt aufs GPS, dann wisst ihr, dass ich da bin, am Leben bin und dass es mir gut geht. Warum so angefressen? Weil ich mich 10.000 Mal bei euch wiederholen muss. Einerseits wegen dem GPS, andererseits wegen der Tatsache, wo ich mich aufhalte. Das Ding ist aber nur, weil du das GPS da hast, ne? Sehen wir nicht, ob du lebst oder nicht. Oder ob du bewusstlos bist. Ich bin bei ihr und ihr passiert nichts. Seht ihr, dass ich im Anwesen bin? Dementsprechend hier drinnen kann mir doch gar nichts passieren. Dass er bewusstlos werden kann, das vergisst er anscheinend. Jo. Also, was machen wir jetzt? Ich weiß nicht, was Granny da jetzt noch macht. Ich hoffe, Granny hat einen Viertürer oder so dabei. Ich habe keine Ahnung. Oh, 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 oh. Granny, wir machen uns schon mal auf den Weg zum Anwesen. Wollt ihr laufen oder was? Zum Sato haben sie gesagt, der darf kleine Wagen fahren. Ja, ich darf kleine Autos fahren. Dann lass mal was suchen. Zu nett fahren, oder? Geht der Bus als klein? Das wollte ich auch nicht fragen. Naja, wenn es ein Kleinbus ist, haha. Da. Wow. Mir reicht, der Typ meint weiterhin, die Hanna zu beleidigen als Schlampe und was weiß ich. Ich zieh mich jetzt um und nehme ihn als Geisel. Ich scheiß jetzt da drauf.
Angeschnallt. Yes. Macht ihr mir das Navi an, bitte? Kann ich von hinten nicht. Ich hab's ihm angekündigt, sagt er jetzt weiter die ganze Zeit Schlampe und Nutte so zu ihr, dann wird er schon sehen, was er dafür hat. Moment, Moment. Handykäfer, Handykäfer. Wer ist es? Das ist irgend so ein Typ am MD in so einem weißen Hemd und ich habe ihm jetzt oft genug gesagt, nennt er sie jetzt weiter Schlampe oder Nutte oder sagt, dass sie Schwarzgeld verdient und sowas und schon Schwänze lutscht und was weiß ich. Jo, gib mir Zeit, ich bin unterwegs. Wir klären das zusammen. Du weißt schon, was anwesend ist. Ja, ich bin bei der 616 beim Kleidungsladen. Nein. Jo. Ich kenne mich auf den Straßen hier noch nicht aus. Jungs, wenn einer jetzt von euch anwesend ist, mir einfach mal eine Waffe kurz zustecken. Alles klar, kriegst gleich meine. Müssen halt schauen, das sind zwar PDler, aber mir ist mir egal, wer Handler beleidigt, ganz ehrlich, und dann noch so. Alles gut, Granny, du wartest auf mich. Wir machen das jetzt zusammen. Wenn es PD ist, müssen wir halt gegen PD. Wo bist du? Ich kann dich einfach abholen. Ich bin am Anwesen, ich brauche nur eine Waffe. Ja, ich hole dich einfach schnell ab. Ja. Tut mir leid, ich war kurz weg. Ist was passiert? Nichts sagen, alles gut, ich gehe kurz hoch, erklär's dir. Yo. Oh, das Ding ist halt schon krass, ne? Die Hanna zu beleidigen, die eigentlich gar nichts damit zu tun hat, ne? Ist so. Ja, echt. Das ist richtig bodenlos. Aber ist das jetzt ein Korb oder ich habe das jetzt nicht so mitgekriegt? Nein, ich das war einer von dem Blatt. Ah, okay. Bei uns ist das Tor offen, okay, interessant. War ich gerade für dich. Dafür habe ich extra meinen schönen Wagen geholt, den Rolls Royce. Ja, warte, Waffe kommt schon. Kannst. Bleib mal stehen. Ja, bitte übergeben. Ja. Und einmal die Waffe. Danke. Ihr passt auf sie auf, ja? Machen wir. Nee, das kann jetzt nicht sein. Hanna, nee, ich komm mit. Du bleibst. Du sollst ins Büro gehen. Ich will nicht, dass du in Gefahr kommst. War ich heute schon und? Bin ich am Leben geblieben? Ja, bin ich. Herzchen, willst du weiter mit mir diskutieren? Ich will einfach, dass es dir gerade gut geht. Ich bin du schon auf dem Weg zurück ins Anwesen. Ist gut. Danke, hab dich lieb. Ich mich auch. Oha! Habt ihr noch alle genug? Naja, essen schon, aber trinken nicht. Mina? Ich bin mal kurz in Gedanken. Ja, was gibt's? Hast du noch was zu essen? Sonst muss ich schnell los und was holen gehen. Gebe ich dir. Ich bin kurz in Gedanken. Hallo? Ja? Ich bin kurz in Gedanken. Jo. Ja. No. Darf ich denn selber was zum Essen holen gehen? Oder muss ich jetzt hier sitzen und warten? Nee. So, Leute.
aber ich werde den Stream jetzt hier an dieser Stelle beenden. Nimm das von meinem Konto, dann bringst du mir für alle was zu trinken mit. Ja, Okay. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja. Die Tankstelle ist ja gleich um die Ecke. Auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ja. Und ich sage ciao, haut da rein. Bis zum nächsten Mal.